Wir bei der SLCR Lasertechnik, wir bauen Lasersysteme zur Oberflächenbearbeitung, also reinigen, vorbereiten, entschichten, industrielle Systeme mit einem hohen Automatisierungsgrad. Das ist das, was wir machen. Wir sind Lösungsanbieter, das heißt nicht, wir haben ein enges Produkt, was wir in den Markt bringen, sondern wir gucken mit unseren Kunden, wo sind die Probleme, was sind die Anforderungen und entwickeln dann laserspezifische Lösungen. Dafür haben wir ein großes Portfolio, einen großen Wissensschatz. Wir machen das jetzt seit mittlerweile 18 Jahren, sodass da doch schon eine Menge Expertise da ist, haben viele Systeme seit vielen Jahren im Markt. Und der Kunde kommt mit seiner spezifischen Anforderung, mit kleinen, mit großen, mit runden, mit gewölbten Bauteilen, glatt, mit Hinterschneidungen und möchte eben spezifisch für seine Aufgabe eine Lösung, die schnell, sauber, möglichst gut in seine Linie integriert werden kann und das bei möglichst niedrigen Betriebskosten. Und dadurch, dass der Laser als Medium eben nur Licht verwendet, hat er eine Menge Vorteile. Er braucht keine Arbeitsmedien bevorraten. Er kann in der Linie direkt an der Weiterverarbeitung arbeiten, weil wir eben auch die Arbeitsumgebung nicht verschmutzen. Es ist ein sehr sauberes Verfahren. Dadurch, dass wir die Laser in der Leistung gut skalieren können, ist es weniger die Frage, wie schnell können wir, sondern eher, wie schnell möchte der Kunde. Und das sind die spezifischen Vorteile des Verfahrens. Wir selber als Unternehmen bauen eigene Laser, haben dadurch eine große Expertise von der Quelle her und haben aber auch ein sehr großes Potenzial in der Automatisierung. Damit haben wir die Möglichkeit, dass wir nicht der einfache Integrator sind, der eben irgendwas zukauft und versucht, da was draus zu basteln, sondern wirklich von der Entwicklung über eigene Laserköpfe, über eigene optische Auslegung wirklich ganz eindeutig kundenspezifische Anlagen dann bauen können. Wo wir sicherlich viel schon gemacht haben in den letzten 3-4 Jahren, ist, den Laser mobiler zu machen, also wirklich transportabel, klein und flexibel. Da haben wir auch noch weitere Schritte vor. Wir haben schon handgeführte Systeme, aber auch in der Automatisierung haben wir neue Arbeitsköpfe entwickelt, die deutlich besser in der Applikation sind, die aber auch eigene Messsysteme beinhalten. Und in die Richtung wird es gehen. Da werden wir unsere Expertise weiter ausbauen, um unseren Stand im Markt zu kräftigen.